Neue Woche, neue Folge vom Studio Talk mit den Kulturgesichtern 0831. Hashtag ohne uns ist still. Und ich freue mich tierisch, dass wir heute wieder einen ganz anderen Studiogast haben aus dieser Kampagne, mit dem wir über sein Leben, sein Schaffen, sein Tun heute sprechen. Und begrüße ganz herzlich den Andreas Schütz. Hallo, servus. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wie geht's dir heute? Super, super. Wunderbarer Tag, wenig Termine, super Wochenende hinter mir, alles bestens. Sehr cool. Lass mal kurz ein bisschen einen Einblick verschaffen für alle, die uns da zuschauen, ob sie selber aus der Veranstaltungs- und Kulturbranche sind oder nicht. Was macht der Andreas Schütz normalerweise, wenn wir jetzt mal die Zeit zurückspulen, vor März, April 2020? Wie schaut da dein Leben aus, dein Schaffen, dein Tun? Super abwechslungsreich, also zumindest nehme ich so wahr. Viel auf der einen Seite Konzerte als Musiker für verschiedene Projekte hier und manchmal eben auf Tour im Ausland. Auf der anderen Seite dann auch viel so Veranstaltungsorganisation für verschiedene, also vor allem in Kempten für den Klecks zum Beispiel oder die Stadt. Und dann nebenher immer nur so ein paar Projekte, die man mit begleitet, mitentwickelt. Das heißt so, wenn ich mich richtig zurückerinnere, ist ja eine Weile her, einfach fast jeder Tag anders, wenig Routine, was zu mir aber, glaube ich, ganz gut passt und eben verschiedenste Sachen, die parallel immer so laufen. Cool, also das heißt, du bist Profimusiker auf der einen Seite und auf der anderen Seite Organisationstalent. Danke, kann man vielleicht so sagen, ja. Cool. Wie schaut da die Zeit, die du als Musiker verbringst, aus? Das ist wieder wahnsinnig unterschiedlich. Es gibt ja bei jedem Projekt verschiedene Phasen. Es gibt so die Phase, wo Neues entsteht, Stücke schreiben, im Probekeller irgendwie einbarrikadieren und probieren, kreativ zu sein. Dann natürlich gibt es die Phase, so für mich, wo man es umsetzt, also sowohl in einem Studio oder eben auch dann live auf der Bühne, auf Tour mit den ganzen Emotionen, mit dem Gegenspielerpublikum, also positiv gemeint. Und das ist so gerade bei den musikalischen Projekten für mich das Schöne, dass es nie so konstant und stringent läuft, sondern immer in Wellenformen, immer wieder verschiedene Dinge, die eben zählen, ob in der Vorbereitung, Umsetzung, auf Tour. Und deshalb ist auch der Alltag dementsprechend ganz unterschiedlich, ob man wahnsinnig viel am Rechner sitzt, was bei mir schon immer ein großer Anteil auch ist, oder eben telefoniert, oder ob man eben dann wirklich am Instrument sitzt und in die Tasten hauen kann. Weil du Pianist bist? Genau, weil ich das bin, war jetzt nicht immer so geplant. Ich wollte eigentlich als Kind Schlagzeuger werden, unbedingt, war mein großes Ziel. Und wenn man dann irgendwie mit 4 Jahren immer daheim rumschreit in der Wohnung, man will Schlagzeug spielen, dann denken, glaube ich, die Eltern zum einen wegen den Nachbarn nicht so cool und zum anderen halt einfach zu jung. Und drum musste ich, so hat es sich damals angefühlt, mit Klavier beginnen, ganz, ganz jung. Durfte dann irgendwann zwar Schlagzeug auch spielen und dann kam noch hier und da ein bisschen so Unterricht dazu, aber das Klavier hatte dann immer diesen mehrjährigen Vorsprung einfach auch vom Können, vom Handwerk, dass es einfach das Instrument ist, bei dem es dann rauskommen sollte. Welches Gefühl verbindest du mit dem Klavierspiel, mit dem Musikmachen? An sich ist es frei sein, weil es bei jedem Instrument, an dem man weniger Zeit verbringt, ist man mehr beschäftigt, irgendwie zu denken. Also wenn ich jetzt mich an ein Schlagzeug setzen würde, viel zu lang nicht mehr und sage, okay, spiel mal da was Sinnvolles dazu, dann zieh wahrscheinlich dran und denk ganz viel. Was passt da als Groove und so. Und das ist das Schöne eigentlich, wenn man für sich ein Hauptinstrument gefunden hat, bei dem man wahnsinnig viel Zeit damit verbringt, so wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen ja auch, dann kommt man einfach in diese Komfortzone, dass man den anderen kennt, in dem Fall im Idealfall der Flügel, das ist immer das Schwere, wenn man oft halt mit E-Piano oder elektrischen Ersatzteilen spielen muss, aber im Idealfall der Flügel und das ist dann eigentlich so wirklich frei sein, weil wenn man die Konzerte hat, ein Flügel hat immer auch ein Eigenleben, ist immer ein anderer Charakter irgendwie auch und da einfach sich hinzusetzen, den anderen Charakter kurz kennenzulernen, vielleicht sich sogar dadurch beim Spiel ein Stück weit inspirieren zu lassen, das ist dann eben frei sein. Nicht mehr ans Handwerk denken, nicht mehr denken, was passt jetzt genau, sondern der Kopf oder der Körper fühlt, was es braucht und
das kommt raus. Das ist so das Schöne dran. Voll schön. Also das spürt man gerade richtig, was bei dir da entsteht oder passiert. Was sind dann die, so, die Erinnerungen, an die du dich gerne erinnerst, was du mit Musik machen, auf der Bühne stehen, verbindest? Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, eigentlich fällt mir jetzt hauptsächlich auch auf in der Zeit, dass es gar nicht nur so viele schöne Erinnerungen sind, sondern dass es eigentlich vieles gibt, wo ich hoffe, anders wieder starten zu können. Weil was mich da schon beschäftigt, ist, dass dieses Freisein, wovon ich gerade spreche und was sich natürlich so gut anfühlt, bei ganz vielen Gigs nicht der Fall war. Weil wenn man irgendwie 120, 130 Mal spielt, wenn man ehrlich ist, ist es doch oft Termindruck. Man will dann doch lieber nicht mehr ins Hotel abends, man fährt dann nachts noch heim. Das Ganze trägt man auch mit auf die Bühne, an Stress oder den Alltag, in dem man gerade irgendwie nervös rumhudelt und nicht weiß, welche Aufgabe ist jetzt eigentlich in der To-Do-Liste ganz oben. Und darum habe ich eher noch so bei mir diese Vorsicht, ich will, dass tatsächlich dieser Freiraum mehr Platz einnimmt, vielleicht eben wirklich weniger Auftritte, weil diese vielen oft dazu bei mir geführt haben, dass ich das nicht so erleben und wertschätzen konnte. War es denn eher Routine und Stress, oder wie? Ja, also bei mir das, glaube ich, so ein, naja, was heißt Laster? Da hat man viele, aber ein Risiko bei mir immer im Alltag, wenn mir was taugt, dass ich mich zu sehr darin verliere. Und wenn es jetzt eine Sache wäre, ist es kein Problem, aber so wie man es vorher schon mal gemerkt hat, wenn ich halt viele Projekte gleichzeitig habe und man will sich in jedes verlieren, dann führt es schnell dazu, dass man nie im Moment da ist, sondern eigentlich im Moment immer so unterbewusst entscheiden muss, was ist in der Priorität weiter oben. Mhm. Und das macht einen, obwohl man alles frei entscheidet als Freiberufler, aber es macht einen unfrei plötzlich. Das ist sicher nicht generell so, aber bei mir ist es einfach, wo ich mich immer leicht motivieren lasse und habe lernen müssen, überhaupt erst mal Nein sagen zu können. Da ist man ganz schnell irgendwie so voll im Überfluss drin und weiß gar nicht, was. Das hört sich ganz schön reflektiert an, muss ich sagen. War ja auch jetzt viel Zeit dazu. Also ist schon so ein Punkt, wo ich sagen muss, bei all dem wirklich Negativen, das ich stark gespürt habe letztes Jahr, vor allem gegen Ende des Jahres, hat mir die Zeit viel gebracht. Also ich würde sagen, mir geht es jetzt so gut, wie ich mich eigentlich kaum erinnern kann. Vielleicht so gut wie vielleicht letztes Mal in der Jugend, wo man bewusst sich ausgelebt hat oder Grenzen überschritten, sich selber neue Grenzen gesucht hat. Einfach, weil wenn der Moment da ist, wo alles von außen wegbricht, also ich sag mal, man könnte ja jederzeit, wenn man feststellt, man ist nicht ganz so zufrieden mit dem Alltag, könnte man ja sagen, okay, Cut, also wenn man nicht irgendwie angestellten Druck vom Chef kriegt, aber können wir sagen, Cut, und jetzt schauen wir das Ganze mal an, reflektieren ein bisschen und guck, wie mache ich es besser. Ich konnte es einfach nicht. Ich hätte das 10 Jahre sicher irgendwann machen können. Und es gibt viele Menschen um mich herum, gerade so Familie, Freunde, die immer wieder auch gesagt haben, hey, guck dir das an, ob das gut läuft bei dir. Also nicht der Beruf, sondern dein Leben im Gesamten. Und war krass, dann Ende letzten Jahres festzustellen, okay, ich habe es braucht, dass von außen sich die ganze Welt verändert, für mich, also meine Welt, um am Schluss überhaupt erst da ehrlich zu werden, sich dieser Frage auch zu stellen, was läuft im eigenen Leben vielleicht nicht gut, was belastet einen und was hat man davon selber in der Hand, eigentlich alles. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht, sich da aus so einem für mich ganz tiefen Loch irgendwie rauszubuddeln und sich die Frage zu stellen, naja, wie schaut mein Alltag gut aus? Wie werde ich dann glücklich mit meinem Alltag? Und da ist alles, wirklich alles, gefühlt anders als 2020, Anfang des Jahres. Und zwar wirklich alles gefühlt wahnsinnig krass. Besser. Krass. Und was waren das dann für Fragen, die du dir gestellt hast und welche Erkenntnis hast du aus die Sicht nach innen ist ja oftmals nicht die schönste. Und durch die Möglichkeit, also die auch wahrzunehmen, ja, das machen ja ganz viele gar nicht, aber ich finde das mega, dass du da die Ehrlichkeit auch dir gegönnt hast. Ich würde sagen, ich habe es nicht gemacht, weil ich so stark oder so
groß war, zu sagen, ich will an die Fragen angehen, sondern eigentlich, für mich hat die Alternative gefehlt. Weil es plötzlich, ich habe ganz lang geschaut, so, ja, im März war das Thema für mich nicht groß. Gut, ich habe gewusst, weil das Ganze in China anfängt und ich da ja jedes Jahr eigentlich 3 Monate auf Tour bin und viele Kontakte habe, die man dann anruft, habe ich gewusst, das Thema wird ein Thema. Und klar, dann kommt der Schock, so alles bricht weg. Und da war aber ja immer viel zu tun. Also da war ja wahnsinnig viel zu tun für mich eigentlich. Zwar keine so schöne Arbeit, weil man halt die ganzen Stunden damit verbringt, irgendwie zu handeln, dass die Absagen nicht zu teuer werden. Aber es gab viel zu tun. Und dann habe ich mich gleich reingearbeitet in neue Sachen. Habe gesagt, okay, es muss in Kempten im Sommer muss irgendwas stattfinden. Wir müssen einen Kultursommer machen. Dann muss man überhaupt kurzfristig das schaffen, dass es stattfinden kann. Die Leute davon überzeugen. Dann zieht man das durch. Und dann ist plötzlich eben September. Da habe ich gleich noch eine neue Reihe geplant im Parktheater. Sollte über den Winter. Und bis dahin war eben... Ja, habe ich es nicht geschafft, mir die Fragen zu stellen. Und dann kommt der Punkt plötzlich, ich glaube so, ja, Ende September, wo es dann heißt Lockdown Light und jetzt kann die Reihe nicht stattfinden. Und da war da bei mir so im Kopf, okay, jetzt habe ich schon 2 Veranstaltungsreihen geplant, die jetzt auf längere Zeit nicht mehr stattfinden können. Ich finde einfach keine sinnvolle Arbeit mehr. Das war wirklich eher so der Suchtfaktor, ich will was tun und kann nicht mehr. Und dann in dem Moment, wenn man irgendwie feststellt, krass, was ist aus den Hobbys geworden, was ist auch aus den Freunden geworden? Was ist überhaupt aus der Wertigkeit geworden, die man vielleicht als Bruder, Onkel irgendwie haben könnte? Da war nicht die Frage, hat man Lust, sondern da ja, sitzt man halt auch einfach mal vormittags total überfordert, heulend auf dem Sofa und stellt fest, fuck, ich bin eigentlich nichts wert. Also ich bin was wert, aber ich weiß nicht was. Und das war gut. Das war einfach gut, weil man dann anfangen kann zu sagen, okay, ich habe keine Wahl. Du musst da jetzt durch und das, was dabei rauskommt, ist dann überwältigend. Also es ist einfach dann wieder plötzlich, sich ein Rad zu kaufen, durch den Wald runter zu heizen und irgendwie was rauszuschreien und dann irgendwie plötzlich wieder zu sehen, okay, was sind da für Charakterzüge in einem drin, die man nicht ausgelebt hat. Das wieder zu beginnen ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, krass, danke, also was heißt danke Corona, aber danke für diese Herausforderung, die ich mir nicht selber gestellt habe, sondern die einfach kam. Und danke dafür, dass ich es irgendwie geschafft habe, da reinzugehen und das Ding positiv zu entwickeln. Und nicht zu sagen, okay, ich muss mich ganz schnell woanders einstellen lassen, ich ändere mein Leben in der Hinsicht, sondern zu sagen, nein, nein, das ist mein Bereich, das gehört zu mir, als wäre es angeboren. Aber wie kriege ich es hin, dass es mich vielleicht die nächsten Jahrzehnte tatsächlich deutlich mehr erfüllt, als es davor der Fall war? Erfüllung ist ein cooles Stichwort, aber auch das Kennenlernen von dir selber hört sich gerade echt spannend an. Und die Frage, die Fragen, die du dir da gestellt hast, so positiv zu werten, ist ja auch eine mega Herangehensweise. Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ihr habt da nicht viel selber, also in der Zeit zumindest, Ende des Jahres, dann nicht sehr viel selber aktiv gemacht. Ich glaube, der Punkt war eher, so lange in sich reinzufühlen und auch diesen einfach den Leidensdruck, den der Alltag mit sich bringt, die Überforderung, nicht zu wissen, was man überhaupt machen will und wenn man was machen will, festzustellen, das macht einem gar keinen Spaß. Ich glaube einfach, dieser Leidensdruck hat mir, so wie ich tick, keine andere Wahl gelassen und das nehme ich jetzt nicht mal eben so als positiv wahr, wow, ich habe die schwere Zeit in die Hand genommen, habe was Tolles draus gemacht, sondern ich glaube einfach nur, das, was ich geschafft habe, ist, ich habe in der schweren Zeit mal irgendwie es geschafft, meinen Stolz einzupacken und einfach mal nicht zu sagen, ich bin zu stolz. Also weil mit Stolz meine ich, wenn man von Jugendalter an immer nur Projekte realisiert, immer nur eigene Dinge macht und meistens glücklicherweise total erfolgreich, das sich entwickelt, alles schöner wird, toller wird für einen selber und größer wird, dann hat man irgendwann so ein Stück Stolz, dass alles, was man anpackt, wird zu Gold. Das ist alles so. Gerade im Jugendalter ist man halt sehr schnell da ganz stolz. Und den mal wegzustecken und zu sagen, okay, nein, nein, ich mache auch Dinge falsch. Nicht unbedingt spiele einen falschen Akkord oder ich habe das falsche Ticket-Layout irgendwie an jemand weitergeben, sondern ich mache was falsch in Bezug auf mich und in Bezug auf das, weshalb ich Musiker sein wollte. Falsch in der Hinsicht, dass Musik dann plötzlich im Leben sich ganz anders entwickelt, als es für mich sein sollte. Also als wirklich so Inspiration, als eher
eher auch Quelle von Energie und nicht mehr das, wo man die Energie reinsteckt. Und ja, das ist eigentlich alles ganz geil jetzt. Ich bin mega fasziniert, wie reflektiert du da das Ganze siehst und was das für eine Entwicklung auch in dir freigesetzt hat. Was ist für dich so der größte Mehrwert, den du da draus ziehst? Der Mehrwert, also in Bezug auf Musik und so Beruf, kann ich es noch gar nicht so sagen. Gut, wir haben jetzt eine Band, die sich eigentlich nur in dieser Zeit jetzt auch gegründet hat, wo wir im Studio waren. Da habe ich schon das Gefühl, man ist irgendwie weniger verkopft, geht einfach nur mit Spaß an der Freude ran. Und das ist was Tolles, weil so hat man Musik, oder hat jeder, glaube ich, Musik, wenn man zusammenspielt, nicht nur im Einzelunterricht, angefangen. Den Mehrwert, den ich am meisten spüre, ist einfach, dass man selber, oder ich selber, viel zufriedener und ausgeglichener einfach durch den Alltag geht. Das ist einfach, und das ist der Mehrwert, der für mich zählt, ob es am Schluss sogar beruflich ein Mehrwert ist oder es eher sogar so ist, dass ein Beruf halt einfach dadurch, dass man weniger Zeit damit verbringt, ein bisschen auch mal in den Hintergrund rückt und gar nicht mehr so steil bergauf verläuft, wie man es vielleicht gewohnt war, ist mir soweit eigentlich egal, weil ich lebe ja nicht für eine Tätigkeit, sondern letztendlich ist ja die Tätigkeit die Folge von Talenten oder von Motivation. Und da muss ich sagen, Mehrwert ist einfach, ich fühle mich gut, zufrieden. Der Körper fühlt sich wieder gut an, man fühlt sich wohl. Ja, Lebensqualität, das, gell? Ja, genau, Lebensqualität. Mhm. So. Und auch so dieses Empfinden des inneren Glücks. Ja. So mit sich selber zufrieden zu sein. Und das ist ja das, wo ich mir denke, ich habe immer gedacht, ja, man ist ja emotional als Musiker eh klar und man lebt die ganze Amplitude der Emotionen von größtem Glücksgefühl, Freudentränen bis eben dann Tränen der Trauer und einfach Situationen, wo man fast sich fragt, ist das schon Hass, was ich fühle? Und dann kommt so ein Ja und plötzlich merke ich, hey, nee, eigentlich war halt das Gefühl war halt so, also schon mit Amplitude, aber so und jetzt ist halt so, und das ist super. Ich weiß gar nicht, woher es kommt, dass es irgendwie mal, doch, vielleicht weiß ich schon, aber es ist einfach wunderbar. Was schätzt du, warum? Ja, ich glaube einfach, weil fühlen tut man eigentlich ja dann, wenn Platz da ist, Leere. Das ist das Lustige. Also ich unterrichte inzwischen nicht mehr, aber das war so einer meiner ganz wichtigen Punkte. Zumindest immer viele Schüler kommen, die irgendwie so im klassischen Standardunterricht, also nicht klassisch Musikstil, sondern so wie halt bei uns normalerweise Individualunterricht, Einzelunterricht abläuft, nicht mehr zufrieden waren mit dem, wie der Unterricht ist. Und dann den Menschen Motivation zu geben. Und dann hat man immer so ein bisschen anders, oder für mich war es eine andere Herangehensweise, jeden irgendwie einzeln zu sehen, als Individuum, zu sagen, was bringt ihn weiter. Und dann gibt es plötzlich ganz wenige Dinge, die man allen vermitteln will. Und für mich war gerade bei jungen Leute oder Jugendlichen, wo es immer darum geht, schnell, laut, viel zu spielen, beizubringen, wozu es in der Notenschrift eine Pause gibt oder eben ohne Notenschrift, habe viel ohne Notenschrift dann unterrichtet auch, was Stille ausmacht in der Musik. Was eigentlich die Zäsur, die Pause bedeutet, weil überhaupt dadurch erst der Klang, der Ton eine Relevanz hat. Und das ist halt krass, weil eigentlich ist im Leben nicht anders. Und wo man der beste Lehrer sein kann im Bereich Musik, kann man der dümmste Lebensschüler sein und das Leben laut und ohne Pausen und ohne Stille leben. Und wo soll da Gefühl herkommen? Wenn ich nur am Reden bin. Krasses Bild. So, nur am Machen, da ist kein Platz für. Mega Analogie. Ja. Sau cool. Nicht schlecht, Herr Specht. Wenn du jetzt nichts spielst und so krasse Lebenserfahrungen machst wie jetzt gerade, organisierst du auch Veranstaltungen, hast du gesagt, Tournee China. Ja. Was passiert da im Moment gerade? Wenig. Also ich habe mir jetzt auch bewusst entschieden, nicht von mir aktiv jetzt mit den ganzen chinesischen Kontakten irgendwie immer zu schreiben etc. Es melden sich einige und fragen so, wollen wir dieses Jahr mit irgendwie 2 Wochen Quarantäne und dann spielen, weil das muss man schon sagen, in China findet halt alles statt aktuell, auch die ganzen Events. Ganz kurz, holen uns noch mal kurz einen Schritt weiter vorne ab. Was hast du in China bisher gemacht? Was waren das für Projekte, Veranstaltungsreihen, die du da gemacht hast, was im Moment gerade aktiv brach liegt? In China wenig Künstler, wobei vielleicht doch ein Stück künstlerisch, aber eigentlich die volle Dienstleistungsschiene, Name, Oktoberfest, Festzelt,
zwar nicht mit Oktoberfest-Musik, ehrlich gesagt, sondern eher mit Chinesen-Show, chinesische Titel, Feuershow, Percussion-Show, irgendwelche, ja, eher so dieses Partyprogramm, worauf die Chinesen dann abfahren, kurz und reizüberflutet. Und das halt 3 Monate im Jahr. Einfach ganze schon hauptsächlich Ostküste durch, halt die Großstädte, die es eben von ein bisschen nördlich über Peking bis unten Sanya am Südwipfel von Hainan gibt, da halt durchgetourt und das jedes Jahr 3 Monate, eben mit dann jetzt auch die letzten 3 Jahre, weil ich das Projekt dann eben übernommen hatte von meinem früheren China-Chefe, mit der ganzen Orga dazu und allem, was eben dazugehört, in China auf Tour zu sein. Krass. Und was passiert da jetzt gerade? Ja, Mai, die Events finden statt, viel dann mit Local Bands, Filipino-Bands, funktioniert, glaub, ganz ordentlich, aber natürlich ist der Ruf nach so Qualität aus dem fernen Westen, das ist natürlich irgendwie immer noch ein Aushängeschild und natürlich wollen sie gern wieder, dass wir das auch bespielen. Und die Frage ist halt, ab wann es wieder sinnvoll möglich ist und sinnvoll, sag ich, erst dann, wenn es ohne Quarantäne etc. Beschränkungen geht, weil das ist schon so die Vorstellung, 2 Wochen, also rüberfliegen, 2 Wochen im Hotelzimmer versauern, eingesperrt, zwar mit gutem Essen, aber und dann soll ich am Tag 1 danach auf die Bühne raus und soll von der Moderation mit der Leute über, soll einfach plötzlich wieder dieser Sozialmensch sein, der da alle zum Ausflippen bringt, ist ein bisschen schwer und macht für mich auch wenig Spaß. Und solange in China auch noch jede einzelne Region ja gerade andere so, ja, nicht Gesetzmäßigkeiten, aber es ist immer noch so, dass man innerhalb Chinas zum Teil auch wieder in Quarantäne müsste. Also es ist nicht alles überall genau gleich. Macht für mich wenig Sinn. Das heißt, ob dieses Jahr irgendwann was passiert, ich will auch gerade keine Verträge machen in so einer Phase, weil das war ja letztes Jahr das große Problem, dann aus Verträgen rauszukommen, niemals handelt, auch dann plötzlich Rechtsfragen, die sich ganz neu stellen, weil es halt so höhere Gewalt mit China und hier nicht ganz so ist wie in Europa mit so einem fundierten, festen Rahmen. Und genau drum lasse ich es einfach mal rennen. Mhm. Ich bin immer wieder froh, wenn sie mir Bilder, Videos schicken, wobei es verrückt ist, dann immer so Samstagabend, Peking im Club oder solche Dinge, fühlt sich auch verrückt an, aber ich lasse es einfach so laufen, habe ein bisschen privaten Kontakt und ja, die Anfragen kommen dann schon und wenn es sich dann ergibt, dann bin ich wieder drüben. Krass, deine Gelassenheit fasziniert mich gerade, weil das ist ja auch mit dein Verdienst. Ja, ist schon, China ist sicher eins der Hauptprojekte, was den Verdienst angeht, aber ja, das ist ja so die Erfahrung auch vom letzten Jahr. Es hilft ja nichts. Also ich bin eh froh genug, weil China hat schon das letzte Jahr auch unglaublich teuer gemacht. Also es war schon, war krass. Also war wirtschaftlich einfach krass, alles im Januar, Februar bezahlt zu haben, was für so eine Tour, was halt braucht. Wir haben auch tonnenweise Equipment drüben, eigenes Equipment, mit dem wir auf Tour sind. Das muss gelagert sein, es muss gewartet werden, hat mehrjährige Verträge, die laufen. Also wirklich viel Geld, was rausgeht und dann plötzlich so, ach, gar nichts, was reinkommt. Das war schon da echt mega negativ, aber zum Glück mit genügend Ersparten ging das schon, so einfach das Jahr irgendwie über die Runden zu bringen. Und jetzt sage ich mal, wovor soll ich Angst haben? Jetzt in einem zweiten Jahr, das ist gut als Künstler, man ist ja eigentlich kreativ, man sucht sich irgendwie neue Sachen, man überlegt sich, wie geht's anders, man kann plötzlich dann doch in einem zweiten Jahr kann man Fixkosten senken, kann auch da an der Wirtschaftlichkeit was drehen. Und ob ich jetzt jedes Jahr wie früher zu viel Arbeit und am Ende des Jahres irgendwas anspare oder ob ich einfach sage, nee, das reicht mir schon, ich brauche ja nicht viel. Gehe es lieber so an, dass ich einfach sage, ja, was kommt, kommt und was nicht, ist auch gut. Funktioniert. Mega gut. Also das Streben nach dem mega Erfolg und immer höher, weiter, schneller, hat sich bei dir ein bisschen verändert? Ja, ich will eher von dem Streben, ich will nicht schlecht reden, was 10 Jahre war. Also nein, gar nicht. Man ist ja da, wo man steht, wegen irgendwie der Vergangenheit und dem Ganzen. Und ich sage eher, das Streben war super und ich glaube, dass nach wie vor, man kann das ja aus Sicht, dieses Feuer, was da gleich entfacht, wenn jemand eine Idee hat, wenn jemand sagt, wollen wir mal das und das, klar, ist es voll da. Aber ich will eher sagen, man kann auch irgendwann mal Nutznießer sein von was, wo man ganz viel Zeit, ganz viel Mühe reingesteckt hat. In der Hinsicht, dass ich halt jetzt sage, okay,
ihr konnt wahnsinnig viele arbeiten, einfach Know-how oder Denkmuster oder gerade China bringt einem super bei, das weiß, glaube ich, jeder, der drüben viel gespielt hat, mit Problemen gelassener tatsächlich umzugehen, weil halt die Probleme in China andere sind. Das ist halt, wenn bei uns mal irgendwann ein Stromausfall ist, ist es echt besonders. In China ist halt, das alle 10 Minuten passiert, nur die Frage, wo ist denn die Pfütze, wo die Kabel verdreht drin liegen? Und das sind alles Dinge, wo ich sage, nee, ich will lieber das ein bisschen nutzen können, dass man wahnsinnig viel gearbeitet hat und ja, genau, muss ja nicht mehr beruflich alles, weiß Gott, wie explodieren, sondern solange ich im Alltag so zufrieden bleibe wie jetzt, super. Die Erfüllung, die du bisher übers Berufliche hattest, durch was hast du die im Moment gerade? Eigentlich durch so, gut, bei mir ist immer alles, vielleicht passt 1000 Sasser gut. Das, was in der Musik immer war, ich habe mir oft gewünscht, ich hätte das eine Projekt irgendwie, Pianistics, womit es angefangen hat, oder dann China oder diese Band, jenes, so das eine Projekt wäre irgendwie so toll, meine ich immer. Aber konnte ich nie, habe ich nie gehabt und genauso ist es im Alltag auch. Ich glaube, jetzt zu sagen, es wäre das Radeln, Sport machen, stimmt sicher irgendwo, aber ich glaube, das ist es nicht, sondern eher eben ein Tag wie heute, wo man irgendwie, sag ich nur, Menschen sieht, mit denen man sich gern mal wieder unterhält, dann irgendwie doch einen Termin hat, der Spaß macht. Schön, danke, dass ich darf da sein. Ja. Und dann halt noch irgendwie zum Radeln geht und dann abends irgendwie vielleicht bei den Eltern sitzt. Also das ist so die Erfüllung. Also es ist einfach irgendwie. Also vielleicht ist deshalb auch so erfüllend, weil sich nicht mehr die komplexen philosophischen Fragen stellen, sondern die einfachen. Wo frühstücke ich? Mit wem treffe ich mich? Welches Projekt hat gerade die Ehre, dass ich dafür schreibe, so blöd sein? Also was ist mir wichtig genug? Und ja. Das und auch so unstressig dann, gell? Es ist wahnsinnig unstressig. Also klar, das einzige Stressige ist, dass Menschen im Umfeld das erstmal kennenlernen und auch akzeptieren lernen müssen, dass da nicht mehr die allverfügbare Allzweckwaffe sitzt, die jeder Tag- und Nachtzeit alles abverlangt werden kann. Aber ich sag mal, die meisten, auch so mit denen man zusammen arbeitet und mit denen man zusammen Musik macht, für die ist erstmal neu. Und dann aber schätzen sie es total, weil ihnen bewusst ist, wie positiv oder wie wichtig sowas ist. Und schätzen dann eher das, dass der Moment, in dem man was zusammen macht, in dem man gerade jetzt eben letztens auch im Studio, wenn man dann die Momente hat und wenn ich es schaffe, jetzt im Moment zu leben, dann ist das, was man dann erfährt, alles einfach cooler. Eine Nummer stärker von dem, was man fühlt und eine Nummer stärker auch, was dann rauskommt. Gerade musikalisch ist es schon so, wenn ich natürlich im Moment sein kann. Die hohe Kunst. Genau. Das absolut. Daher kommt eigentlich die Musik. Absolut. Also gerade auch nicht, also den mal tief einzuatmen durch die Nase und sich erden und im Hier und Jetzt sein, ist, glaube ich, echt mega wichtig und das auch bewusst wahrzunehmen und nicht zu denken, so scheiße, ich muss jetzt und das machen, dass die Gedanken dann ganz weit weg sind oder weit nach vorne sind, was nicht vorhersehbar ist. Wie schaut es da bei dir aus? So Zukunft oder so? Ja, was für Gedanken, für Gefühle hast du da? Weil es ist immer noch nicht absehbar, wie was weitergeht. Ja, vielleicht ja doch. Also was nicht absehbar ist, ist natürlich, was machen irgendwelche Mutanten oder, also ich habe letztes Jahr ja wahnsinnig viel plötzlich in dem Themenfeld Politik irgendwie Zeit reingesteckt. Man will ja irgendwie dann Menschen erstmal erklären, wie das überhaupt funktioniert, unser Alltag und will Politikern verständlich machen, weshalb das irgendwie gefühlt alles Müll ist, was da passiert, von Hilfsprogrammen sonst irgendwie. Wahnsinnig viel Zeit geht da rein. Und klar, da hat man jetzt kein, also habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich wüsste, wie alles weitergeht. Aber ich glaube, man hat wahnsinnig viel selber in der Hand. Zumindest ist es so für mich jetzt auch die Erfahrung, man kann sich auf der einen Seite vielleicht unfrei fühlen, man kann sich aber auch wahnsinnig frei fühlen, weil man Zugriff hat auf den eigenen Alltag und womit man ihn zeitlich füllt. Und da ist bei mir schon so, ich weiß wahnsinnig gut, wie die nächsten Monate ausschauen. Nicht, was die Regelung angeht, sondern was mich und auch meine Arbeit angeht. Wir hatten ja jetzt erst gerade ein Jazz-Frühling, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir machen ihn. Und wenn es gerade nur als Streaming erlaubt ist, dann so. Klar hat man dann gute Hausaufgaben zu machen. Wie kann es wirtschaftlich trotzdem, ohne dass ein Verein danach pleite ist, gehen? Und wie funktioniert es auch mit halt so Hygienemaßnahmen etc. Aber das so
mache ich es jetzt auch gerne einfach weiter, dass ich sage, ja, im Juni kommt ein APC-Sommer, dann kommt ein Kultursommer bis Ende Juli, für August kommen die ersten Pläne und das ist sowas, wo ich halt sage, ja, ich weiß nicht genau, wie es ausschauen wird, aber ich weiß, dass wir es machen, dass diese Veranstaltungen stattfinden, in welcher Form auch immer. Und das gibt schon auch Hoffnung. Einfach, also ich bin mir sicher, jetzt glaube ich, in Kempten fallen wir gerade wieder unter irgendwelche Grenzwerte oder demnächst. Interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so, weil ich weiß jetzt, was ich machen kann, wo mein Freiraum ist. Den bearbeite ich, da schaue ich, dass einfach Bands Auftrittsmöglichkeiten kriegen, die super dankbar dafür sind, weil jetzt halt ein einzelner Auftritt irgendwie so viel Wertigkeit hat wie früher vielleicht 30 oder eine ganze Tour. Und so gesehen muss ich sagen, ja, ich weiß eigentlich ganz gut, wie meine nächsten Monate ausschauen und der Rest habe ich nicht in der Hand und hoffe, dass die ihre Entscheidung in der Hand haben, die dann halt auch einfach vielleicht gut machen. Voll beeindruckend, wie du das Zügel selbst in die Hand nimmst und auch definierst, wie dein Leben läuft und was es mit dir macht, beziehungsweise nee, nicht passiv, sondern was du damit machst. Das ist echt beeindruckend. Ich glaube, ich werde mir das Gespräch noch zigmal angucken, weil es total inspirierend ist. Aber weil es, glaube ich, ganz viele noch interessiert, weil du es gerade angesprochen hast, Jazzfrühling. Du organisierst einen Jazzfrühling mit dem Verein, du machst Veranstaltungen. Wie habt ihr das hinkriegt? Vor kurzem war jetzt der Jazzfrühling. Wie konntet ihr den umsetzen? Wie konntet ihr den machen? Wie seid ihr das angegangen? Also der wichtigste Punkt zunächst ist echt, wie geil Ehrenamt ist. Weil das muss man sagen, Ehrenamt war immer wichtig für eine Kultur, ist aber im Moment so wesentlich, weil ja wirtschaftlich gesehen kann einfach nichts stattfinden. Also das ist, vielleicht gibt es ganz wenige, die schaffen das trotzdem wirtschaftlich. Aber im Moment, wenn man auf faire Gagen zahlen will, das ist alles unwirtschaftlich. Und das war schon so der erste Punkt, okay, wie kriegen wir es hin? Als Verein haben wir ein paar Vorteile. Man kommt leichter an Spenden, auch an Förderprogramme hat man jetzt wirklich alles abgegrast. Man hat einfach auch das Ehrenamt, also Zeit, das investiert wird von Menschen, das nichts kostet, aber ganz viel wert ist. Das heißt, da haben wir eh gute Voraussetzungen als Verein. Und dann, wir haben das Glück, dass wir schon in so gerade die wichtigsten Leute, die da im Vorfeld auch arbeiten, wirklich professionell sind. Unabhängig von Alter oder was sie eigentlich beruflich gemacht haben. Also professionell meine ich in der Hinsicht, dass sie richtig, richtig gut auf einem hohen Level ihre Bereiche abarbeiten. Und ja, dann muss man einfach jeden Bereich, also was krass war, wirklich, was sehr viel Zeit aktuell kostet, jedes Event, jede Veranstaltung eigentlich eher so, wenn man sich, also ich, meine große Liebe des Lebens mag Excel sein vielleicht, aber ich habe dann immer so bildliche Vorstellungen. Nicht mehr meine eine Datei, wo alles drin ist und ich kriege einen wirtschaftlichen Überblick über das ganze Projekt, sondern eigentlich sind es fünf, ja, oder jetzt beim Jazz waren es drei bis fünf verschiedene Bereiche, wo man einfach sagt, okay, vielleicht wird es ein Stream, vielleicht wird es ein Open Air, vielleicht wird es doch so wie bisher nur mit weniger Zuschauern, vielleicht muss das Format ganz anderes werden, wieder andere Veranstaltungsstätte. Das muss man halt einfach alles parallel immer planen. Also nicht sagen, ich reagiere dann auf irgendwelche Sachen, die passieren, sondern genau eben das nicht zu tun, sondern zu sagen, ich plane alles und am Schluss schaue ich einfach, was ich darf. Und das war der Hauptaufwand. Natürlich dann nur so ein bisschen Ausnahmegenehmigungen hinzukriegen, das rechtliche Hygienetestkonzepte. Aber wenn man es will, dann schafft man das auch. Und das war jetzt ein wahnsinniger Erfolg eben zu sehen, obwohl wir nicht, wie wir wollten, Zuschauer zumindest 50 zulassen durften im Stadttheater. Es hat funktioniert. Es hat wahnsinnig vielen Menschen viel Gutes gebracht. Also die Emotionen auch im Haus waren krass. Wir haben ja alles im Stadttheater gemacht. Und das gibt jetzt super Rückenwind zu sagen, okay, wenn wir schon als reines Streaming geschafft haben, und das war, ich bin kein großer Streaming-Freund, was Kultur angeht, Thema für sich, aber das ist halt einfach schon irgendwie ein bisschen eine lahme Ente, die sicher Potenzial hat. Und die auch Facetten hat, weshalb ich es beibehalten will. Also gerade im Hinblick... Vor allem lieber eine lahme Ente als gar keine. Genau, das ist ja immer die Entscheidung, wenn dann Leute sagen, ja, aber Streaming, wollt ihr wirklich? Andreas, findest du das Streaming so toll? Naja, die Frage ist, 50 Bands dieses Jahr vom Klecks eine Gage zahlen oder nicht? Mal hart gesagt, das ist die Frage. Und da ist die lahme Ente eine super Ente und schon auch eine, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und jetzt sich den Jazzfeeling anguckt. Da kommen mir beim Streaming schon Gedanken, nicht nur diese Internationalität der Zuschauerschaft, sondern plötzlich die Überlegung, okay, vielleicht kann Streaming zusätzlich, also dann in irgendwie Hybridform,
ja dazu auch dienen, dass man Menschen, die das unbedingt eigentlich haben wollen, dieses Gefühl, auch wenn es nicht das 100%-Gefühl ist, geben kann. Altenheime, Pflegeeinrichtungen etc. Voll. So gerade das soziale Thema, wo ich mir denke, ich weiß nicht, wie viele alte Menschen, ob Demenz oder nicht, irgendwo in Kempten rumsitzen, die vielleicht zigmal auf irgendwelchen Festivals dieser Art waren, die man dann, wenn Corona vorbei ist, im Gemeinschaftsraum sitzen lassen kann, großer Fernseher, es gibt ein passendes Essen, keine Ahnung, italienisch, wenn der Act italienisch, so und dann, ja. So und da kann Streaming schon einiges, also, ja. Und was hat das bei euch im Team gemacht, weil du es vorhin angesprochen hast? Im Team, das Lustige ist, wir sind ja lauter verschiedene Köpfe, die verschieden denken in so einem Verein, das ist ja eine Herausforderung, dass so, ja, einfach man nicht so klare, autoritäre Strukturen hat, wo man einfach schnell entscheidet. Was jetzt ganz toll war für mich vom Gefühl ist, dass alle unglaublich, also durch eigentlich dieses Euphorisiertsein von dem, was dann doch ging, nach monatelang gar nichts, plötzlich 8 Tage Live-Musik. Wir selber waren ja vor Ort. Und was das ausgelöst hat, war wirklich, dass alle extrem an einem Strang ziehen. Was da per Mail in der Runde oder auch in der WhatsApp-Gruppe, was da für Nachrichten gegenseitig dann geschickt wurden, war für mich großartig zu leben. Also zu erleben, einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, was erreicht zu haben. Und das hoffe ich, dass es jetzt sich einfach weiterträgt in die nächsten Monate, wenn wir was vor uns haben. Und ich bin froh, wenn dann irgendwann die Zeit da ist, dass es auch für Nichtvereine leichter geht und man eher die Sache wieder in die Hände von Profis auch legen kann. Weil es kostet natürlich für ganz viele Ehrenamtler jetzt schon extrem viel Zeit, wenn man Job hat, daneben noch irgendwie Familie und dann soll man da auch noch so viel Zeit investieren. Aber für die Zeit wissen wir, wie wertvoll es ist und probieren da einfach Motivation weiterhin einfach vermitteln zu können. Vor allem für die Bands. Mega gut. Riesenunterstützung. Warum bleibst du in der Kultur- und Veranstaltungsbranche so engagiert und dabei? Das ist gut, weil die Frage musste ich mir auch sehr lang stellen. Mache ich das? Ja, war schon bei mir echt ein Punkt, so zu überlegen, will ich einfach komplett umsatteln? Will ich vielleicht meinen Alltag besser in den Griff kriegen dadurch, dass ich sage, großer Strich in der Lebenslinie, jetzt mache ich Schreinerlehre oder was auch immer. Waren wirklich die Überlegungen da? Es ist nur so, es wäre alles künstlich. Also ich glaube, kann es gar nicht anders, weil der Bereich einfach um Veranstaltungen, und das ist jetzt schwer, natürlich irgendwo steuerlich muss man sich immer klassifizieren und sagen, okay, jetzt ist man halt Musiker, ja, das hat man studiert, dann ist man halt da als Musiker drin. Aber der ganze Bereich Veranstaltungen, das ist einfach der es mir so angetan hat, weil ich mich irgendwie gefühlt für alles in dem Bereich interessiere, in allem habe Erfahrungen sammeln dürfen und ich glaube, ich kann nicht anders. Also es wird sich anfühlen, wie wenn ich eigentlich, ich hab gar keine Worte dafür, es geht nicht, ich muss es machen und nicht müssen, weil ich habe keine andere Wahl, sondern ich glaube, in meinem Leben kann mir nichts so ausfüllen wie dieser Bereich, ob auf der Bühne, ob mal hinter der Kamera, ob irgendwie mit ganz neuen Rollen beim Jazzfrühling plötzlich auch mal eine Art Interviewführung machen müssen. Vollkommen eine Überforderung für mich. Aber das Leben bei Veranstaltungen komplett so intensiv, wie es auch sein soll an Erfahrungen, das ist halt mein Leben und das muss es bleiben. Und ich finde es auch immer ganz spannend, diese Frage nach dem Warum hat auch ganz viel damit zu tun, was bewirke ich beim anderen. Ob das bei einem Teammember ist, bei einem Publikum, aber vor allem dann auch bei mir. Was ist die Gefühlslage, die es in mir schafft und die ich mir da erschaffe? Ich finde die Frage, warum, ja super. Nur, ich weiß nicht, wie lange es her ist, ich glaube vor 4, 5 Jahren, habe ich mal ein Lied geschrieben mit dem Titel Warum nicht? Weil das ist so, ich habe immer, aber in Deutschland im Vergleich zu anderen Lebensräumen, Kulturformen, habe ich das Gefühl, dass wir ganz oft fragen, warum und auch ganz oft so eine Berechtigung brauchen, weshalb man irgendwo Energie reinsteckt, Zeit, weshalb man was macht. Und ich würde mir oft wünschen, dass es anders ist, dass es um warum nicht geht, dass auch wenn es um Projekte geht, nicht immer die Frage sich stellt, ah ja, ich will was machen, aber das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das ist mein Raum, in dem kann ich
tätig sein, sondern nee, andersrum gedacht, eben mit warum nicht oder auf die Grenzen bezogen, nee, einfach mal laufen, machen oder rennen, alles probieren und schauen, was geht dann tatsächlich nicht. Und es könnte ja auch gut werden. Es könnte, also bei mir, ich habe meistens Glück gehabt, meine Beine waren, glaube ich, meistens zum Glück so schnell wie der Kopf, dann fällt man seltener hin, aber auch wenn man hinfällt, ist ja eigentlich genial, gehört ja dazu, aber das würde ich mir eben wünschen, weg von diesem Warum muss man, soll man, sondern warum sollte man eigentlich nicht, weil darauf eine Antwort zu finden, warum sollte ich das nicht so machen, finde ich viel schwerer. Also viel schwerer, wenn man Vorurteile mal probiert wegzuschieben, wenn man eigentlich Erfahrungswerte anderer, die ja immer auch an der Persönlichkeit und Charakter hängen, krass, auch mal weg sein zu lassen und einfach zu sagen, okay, ich habe irgendeinen Impuls in mir, gut, den zu spüren ist das eine, dazu brauchen wir vielleicht auch ein bisschen Ruhe im Leben, aber wenn ich den Impuls habe, dann renne ich los. Und wenn ich gegen eine Wand renne, auch kein Problem. Einmal wieder aufstehen, weiter. Und warum nicht? Das ist so ein bisschen vielleicht für mich das Credo auf die Frage, warum. Hast du da eine Textzeile aus deinem Lied, warum nicht, wo du sagst, die würde jetzt gerade ganz gut passen? Oder die trägt dich vielleicht auch im Moment gerade jetzt ganz gut? Jetzt kommen wir zum Bereich, den ich absolut nicht kann, texten, weil das ist ein reines Instrumental. Ah, okay. Also das hat keinen Text. Ich habe früher mal probiert, ein paar Mal wirklich Texte zu schreiben. Oder ich selber singe ja eigentlich nur Backings in Bandformationen, selten mal in China irgendwie Hauptstimme, aber da habe ich das Problem, wenn ich anfange, einen Text zu schreiben oder wenn ich ein Gedicht schreiben wird, das kriege ich mit meinem Perfektionismus irgendwie nicht gehandelt. In der Musik geht's noch, aber beim Texten, ich schreibe 3 Zeilen und denke mir, total platt, total schlecht. Und deshalb hat auch dieses Lied, warum nicht, hat eben gar keinen Text. Spannend, spannend. Andreas, vielen herzlichen Dank für das mega inspirierende Gespräch. Ich glaube, wir hätten jetzt ganz viele Ansatzpunkte, wo wir noch Stunden weiter quatschen können. Werden wir an anderer Stelle, vielleicht mit einem Bier in der Hand, bei einer Veranstaltung oder danach machen. Das Angebot an dich, wenn du noch eine Message, einen Tipp an Kulturschaffende oder Menschen aus der Veranstaltungsbranche, aber auch an alle anderen rausgeben möchtest, was wir mit der Aktion von diesem Talk, aber auch von Kulturgesichter 0831 bewirken wollen. Wenn du magst, direkt ins On, als Abschluss, schieß los. Tipp ist natürlich schwer, weil jeder lebt in seiner Welt, jeder hat seine Probleme oder vielleicht Problemchen oder nur Herausforderungen, aber wenn überhaupt so ein Wunsch oder ein Ratschlag, einfach das Glauben nicht aufhören. Ich glaube, in der jetzigen Zeit gibt es unglaublich viele Chancen und natürlich unglaublich viele Herausforderungen. Und das zu schaffen, zu sagen, okay, ich habe selber in der Hand, womit ich mich befasse, mit nur den Herausforderungen oder Problemen oder eben mit den Chancen. Das ist, glaube ich, was. Das kann jeder probieren. Wie stark es dann gelingt, ist das eine. Aber der Versuch, daran zu glauben, weiterzumachen, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, egal was am Schluss dabei rauskommt. Super tiefes und starkes Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Andreas, für dein Dasein und für den Einblick in deinen Kopf und dein Herz. Danke fürs Dasein dürfen. Und du kannst jetzt natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen oder deine Gedanken in die Kommentare packen. Alles, was es zu Andreas gibt, schreib mir in die Beschreibungen rein. Vielen herzlichen Dank dir, euch und dir, lieber Andreas. Danke.